Kapitel 4. You know, if I've been doing my job properly, we wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. Sure. I'm a bad joke. Max, we work private security. We're all ex- Ich will selber das Boot fahren. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long, I'd forgotten what year it was. Hey, Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. Oh, das ist schnell gekommen. Slide in. Sieht wirklich einladend aus. Mit Schalldämpfer. Oh, da oben steht schon der erste. Müssen wir dann noch hier hoch? Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. If Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be. Na, ich glaube, das ist richtig. Here I was, some hopped-up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. Sieht hübsch aus hier. Gefällt mir mit dem Gras. Much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. Na, wir sollten endlich die Kleine wiederfinden. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here. Somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Oh Gott, ich bin die Schleichmission echt nicht so super. Na, kommt der andere auch nochmal raus? Warte. Ich hab doch die Taste für Dings gedrückt. Bullet Time? Wieso gab's gerade eben keine Bullet Time? Ich glaube, ich hatte keine aufgeladene Leiste, kann das sein? Egal, mittendurch statt nur dabei. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along.
I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Versteh euch nicht. Oi, Dani, você tá aí? Você tem cigarro? Und Bullet Time und Go. Jetzt schlägt er das erst ein. Oh Gott. Ich dachte, er wird sofort losschießen. Das war super gewesen. Weil der steht nochmal auf. Ja, durch die Holzkiste kann man natürlich nicht durchschießen. Klingt logisch. Oh. Mama mia. I didn't want to think about what would be happening on that video feed now. Just my own imminent cameo. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Wow, Max ist so imbar. Wow. Aber Max ist auch nicht unsterblich. Den kaufe ich wieder Pistole hier, am besten klar in dem Spiel. Na komm raus. Ich weiß, dass da bist. Oh, der steht vor uns. Und hinter uns. Treff ihn nicht. Was jetzt? Wo meine Munition geht zur Neige, Leute. Wutz. So ein bisschen AK-Action machen, würde ich sagen. Huch. Wieso hilft uns Pablo eigentlich nicht, oder wie er heißt? Wieso wechselt er jetzt wieder auf die Pistole? That was the chair that she had been held in. I had just missed them. A dor. Com a idade vem a dor. É dor de cabeça, dor de estômago. Ich kann ja einfach anfangen, Fernsehen zu gucken. Here we go again. Super praktisch. They've been making a reality show starring Sao Paulo's favorite housewife. Probably thought it would grease the wheels with the ransom money, but it only made me want to shove the cash down their throats. She was on the move. If they'd finally decided to kill her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise. Hier hoch? Ja, sieht gut aus. There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did.
Oh Gott, wie soll das denn jetzt funktionieren? Oh, warten oder den mit dem Maschinengewehr gleich ausschalten? Wir schnappen ihn uns auf. Gott, was jetzt? Ja, die steht hier direkt neben uns. Ja, reiß den Arm endlich rum. Jetzt. Meine Fresse. Komm, komm, komm. Oder lebt noch, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Wie gut geht es Max auch nicht. Egal. Schnell, schnell, schnell. Müssen wir überhaupt hier hoch? Ich weiß es nicht. Beeil dich, Max. Was ist das? Teil einer goldenen Mikro. Mal pack ein. Okay. Was sind das so Sachen, die man so einsammeln muss? Hm. Interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. So Open World spielen finde ich das wirklich interessant und vielleicht versuche ich mal in GTA 5 alles aufzusammeln, was es gibt. Aber hier ist das eher uninteressant, finde ich. Oder was meint ihr? It seems Serrano's boys had targeted the entire Bronco family and didn't give a shit which one they pinched. Okay. Da liegen ein paar Drogen. Oh, Schmerzmittel. I was in a cocaine factory, but I'd stick to the depressants. Serrano had taken Fabiana through the garage door. I had to find a way to open it. Irgendwie öffnen. Ja, wie denn? Sollen wir es freisprengen? Sneakt hier rum. Hm. Kann man hier mit irgendwas anfangen? Nö. Hier vorne lang? Nö. Was ist denn das da im Beutel? Coke in the air wasn't doing anything to sharpen my thinking. Is there a switch in that room? Ja, da ist ein Schalter. Aber wo führt der hin? Hier oben waren wir eigentlich schon. Ist das eigentlich nur das Teil gewesen? Zum Glück ist das Spiel doch nicht logisch, sonst wären sie jetzt echt über alle Berge, welche zu blöd bin, den Schalter zu finden. Ja, das haben wir uns doch schon angeguckt, warum willst du es denn nochmal angucken? Irgendwo muss hier ein Schalter sein. Habt ihr ihn gesehen? Bin ich einfach nur total blind? Ich meine, es ist das Ding da. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Müssen wir hier hinten hoch? Weil das doch auch eher unlogisch ist, oder nicht? Hier kommen wir nämlich auch gar nicht durch. Da Fug, ich bin zu blöd. Ich finde das schon. Irgendwann. Ich finde den schon noch. Muss ja doch irgendwo hier sein oder sowas. Oh, hier leuchtet er. Ich bin so ein Heumel. Wie blind man sein kann.
Der lebt noch? Ja. Na, kommt. Jump! Ist ja gar keiner. Doch da, oh Gott, das denn? Super epic Failjump. Noch so ein Failjump. Oh mein Gott. Ich hab mich so. Da will man mal mehr springen und dann baut man nur so einen Käse. Ah, die Munition einsammeln. Hm, was hier? Noch ein Teil einer goldenen Waffe. Ui! Vielleicht kriegen wir ja sogar irgendwas komplett hier. These were the floor plans to the nightclub. Seemed Mr. Serrano like to be prepared. Proper little boy scout. Schmerzmittel, praktisch. So, ist glaube ich oben weiter. Lauf, Max! Huch. Oh Gott, höre ich hier viele. Wo, 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 wo? Irgendwo explodiert sie gleich. Das sag ich doch. So. Habe ich auch Granaten oder so? Hab da nie drauf geachtet. Oh mein Gott, gleich von links. Und das ist noch einer. Oh Gott, sind da viele. Fu, 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 fu. Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following the trail of her fingers. So, wo geht's jetzt weiter? Da. Max, die Ein-Mann-Armee. Keep on going across the docks. Na, diesmal haben wir den Schalter sofort gefunden. Jetzt geht die Schleuse zu. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. Maybe a few years before that as well. Lauf, Max!
Erinnert mich jetzt hier ein bisschen an James Bond, die Szene. Dem Steg, was zersäbelt wird. Oh, oh, oh. Nein, den krieg ich nicht mehr. Egal. War auch nicht Fabiana drin, oder? Ich komm nicht dran. Er verzieht total. Nee, das. Die ganze Zeit so übelst krass nach links gezogen, ich komme gar nicht gegen. Egal. Versuch macht klug. Na. Diesmal mit Sinn und Verstand vielleicht. Wird schon schief gehen. Geh doch. Oder? Ja. Rum. Oh, oh, es kommt auf uns zu. Oh. Kurz Waffe wechseln. Und das ist ja angenehm zu ziehen dann. Nicht mal ein angenehmes Gewehr, das gefällt mir. Wow! Kommt davon, wenn man uns mitten ins Gesicht rennt. Oh. Das Gewehr ist aber geil. Das ist schon gleich viel besser. Hätte ich das am Anfang gefunden, dann wäre das ja auch besser gelaufen. Also hätte ich es mal früher aufgehoben, ich Vollhorst. Booms. Aua. Lebt der noch? Ja. Noch mehr auf dem Schiff. Ja. Die gehen uns aber auch langsam in die Munition aus. Au. Wo denn schon wieder? Sind alle tot. So. Weiter geht's. Rams. Rams, wo ist der nächste? Rams. Rams, 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 Rams. Aua. Na, von der Seite schon wieder. Versteck dich doch, versteck dich doch. Manchmal zweifle ich an deiner Intelligenz, Max. Manchmal auch an meiner, aber manchmal auch an deiner. Genau. Rum.
Ah, sie entkommen wieder. Oh. Ob man das überleben kann? Naja, er hat es ins Wasser geschafft. Du kommst früh! Oha. Okay, unser Boot hat also jetzt Leben. Oh Gott, den Monitor kommt, glaube ich, nicht gesehen. Wieso treffe ich den ja nicht? Mama mia, ist das knappe Geschichte, ja. Oh, jetzt wirft er. Oh. Wo denn, wo denn? Genau, alle, die hier wohnen, auf seiner Seite, die uns kaputt machen wollen. Dann gib Gas!
Ich kümmere mich doch drum. Hey, hey, that's them. We're back. Nice job. I'm sure they missed us. Boah. Na, jetzt sprengt er das alles. Hey, I got an idea. Hold on. Gib Gas! Wie viel die einstecken? Nimm das. Ich sehe sie ja noch nicht mal da. Und wo? Sag mal, wie viele Boote die haben, die... Run! Scheiße, das war ein super Fail. Nochmal. So, das war wohl Teil 1 der Handlung oben rechts gesehen, ne? Entkommen tun sie aber trotzdem. War das schaffbar oder gehört er aus der Story jetzt? Fabiana had slipped through my fingers for a second time. Another habit I didn't want or need. It was close. We almost had her. Damn. I don't think we ever had much of a chance. No one told us they had an entire goddamn army. Yeah, das war wirklich eine Army. Crazy shit. Yeah. It's all crazy, pal. Non-stop insanity. Thought I left all this shit behind. Easy gig, you said. What a fool I was to get involved in this madness. Hübsches Bild. Naja, wir machen auf jeden Fall im nächsten Teil dann weiter.
up, bro. Max. Wake up, Max. Come on. Get up, you big bastard. Come on. I'm up. Yeah? You don't look up. Just give me a second, will ya? Really not feeling too good. Hey, Max, what is it with you in interior design?